Nach ein paar Startschwierigkeiten geht jetzt auch das Gamepad und wir befinden uns hier in den Duke's Archives. Bin ich nicht gegen Ende der letzten Folge irgendwie dann doch gestorben noch? Ich glaube, so war das doch. Ja, ich habe ja auch keine Seelen und nichts. Ich erinnere mich nur dran, weil ich ja eigentlich die 15 Humanity wieder haben wollte. Die ich sehr witzig bei Thief the Scaleless verloren habe, weil man da stirbt ohne Möglichkeiten. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, was ich hier schon erkundet hatte, ehrlich gesagt. So hundertprozentig sicher bin ich nicht, aber das finden wir schon alles raus. Da oben auf dem Regal steht hier einer, ne? Ich habe jetzt eine ganze Weile nicht gespielt. Bestimmt anderthalb Wochen oder so. Ich habe so viele Folgen auf YouTube, dass ihr da keine Pause habt. Aber ich habe jetzt irgendwie anderthalb Wochen, zwei Wochen nicht gespielt. Ah! Ups, er lebt noch. Dass ich erst mal wieder ein bisschen reinkommen muss. Ich weiß überhaupt nicht, wo mein Shit liegt. Was finden wir schon alles raus? Solche Gegner nerven mich, an die man nicht rankommt. Das steht jetzt auf diesem scheiß Bücherregal. Dann kann ich jetzt nur mit einem Fernkampfangriff wegbollern. Hier bin ich, glaube ich, irgendwo letztes Mal gestorben. Ich weiß echt nicht mehr genau, wo ich genau gestorben bin. Der schießt von rechts, der schießt von da. Ich habe die Treppen auch hin und her geschoben. Das ist eine grobe Idee, wo ich hin muss, aber ich dachte, ah! Da kann man die eigentlich nicht vernünftig backsteppen. Aber ich habe keine Idee, wo mein Blutfleck liegt. Au! Oh moin. Wie dumm der rumtanzt. Falls ihr es noch wisst, könnt ihr es mir gerne sagen. Stirb halt! Hat er sich hin teleportiert? Da drüben hin, da tanzt er jetzt, sehr witzig. Sich blöd wegteleportieren und dann tanzen. Wenn halt Fernkampfwaffen manchmal ganz gut. Ich hab echt nochmal in die letzte Folge reingucken sollen, wo ich da gestorben bin. Ist hier gerade sehr orientierungslos. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Oh! Oh ne, ist nur ein Bloodstain. Okay, never mind. Das ist anders selber auch grün. Ich bin so überrascht und erfreut, überhaupt irgendwas zu sehen. Ich das alles. Und hier bin ich hergekommen. Ah. 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 Ah, Arthur Bone sagt, er dachte, ich hätte zwischendurch schon aufgegeben. Ach Quatsch. Erstmal, warum denn aufgeben? So schlecht läuft es ja wirklich nicht. Also ist Dark Souls viel zu toll, als dass man aufhören würde. Ich finde ja bloß so viele aktuelle Sachen. So viele andere Sachen jetzt. Das Kingdom Come Deliverance. Der DLC kam halt. Und der hat ein bisschen Zeit beansprucht. Außerdem spielt er noch Jurassic World Evolution. Und Gothic und Jurassic Park The Game und vielleicht war es Undying zu Ende gespielt und Dota. Da gab es eine kleine Pause jetzt, zumindest im Livestream. Da ist noch ein Bloodstain. Nicht meiner. Okay, einer ist gestorben, als er hier runtergesprungen ist. Das sieht auch nicht so vielversprechend aus, Boy. Boy! Das
nicht gleich sagen kann, dass es eine scheiß Idee ist. Ich spiele ja sonst die meiste Zeit offline. Deswegen habe ich das nicht. Oh, da unten ist er. Was macht mein Blut schlecht da unten? Spring ich doch gleich mal runter. Da ist der. Wie kam er denn da hin? Was habe ich da denn vorgehabt? Ach, ich wollte doch irgendwie mit dem Aufzug irgendwas oder so. Oder wollte dann zurück. Was wollte ich denn? Was sollte ich denn? Nobody knows. Wie komme ich da vernünftig runter? Von der anderen Seite? Wie komme ich denn auf die andere Seite? Ich muss irgendwie den Aufzug. Ich muss hier die Treppe drehen. Kann ich auch den Typen da wegbügeln. Au! Der hat mich getroffen. So ein Schwein. Auch wenn die so leuchten, sind die halt gebufft durch den Tanz und Gesang. Den Bogen fallen lassen. Jetzt könnte ich wieder hier runterspringen. Das müsste eigentlich gehen, ohne dass ich allzu viel Schaden nehme. Genauso, wie er es jetzt vorgemacht hat. Vielleicht ohne dann übers Geländer zu fallen. Und dann. Ich glaube, welcher Ebene ich dann bin. Ich sehe auch tatsächlich so Schwarzlicht, ne? Was irgendwie das so lila reflektiert. Der Typ ist da runtergesprungen. Der hat keine Lust mehr. Lebt aber noch. Ach, machen wir es einfach. Auf die andere Seite. Ich muss noch eine Ebene tiefer. War ich ja schon. Kann ich einfach nach links durchgehen? Ne, ist auch. Wie komme ich jetzt darüber? Auf eine vernünftige Ebene. Guck mal hier. Oder ist noch ein Bogenschütze. Ah, hier, guck an. Ups, er lebt ja noch. Nein. Kurz das aufsammeln, bevor wir hier irgendwie dumm sterben. Na, da oben ist er schon teleportiert. Von der Seite kommt, ist das halt etwas unübersichtlich. So, da wollte ich eigentlich gar nicht. Ich bin letztes Mal hier, glaube ich, nur hingelatscht, weil ich überlegt hatte, irgendwie meine 15 Humanity einzusacken. Warum war es eigentlich so wenig? So wenig Seelen? Ich habe gerade meine Seele eingesammelt, warum waren es so wenig? Ist doch scheiße. Hab ich jetzt, das ist doch alles, habe ich doch eben alles eingesammelt, als ich mich hierhin bewegt habe. Warum lagen da nur 3,50 Mark? Ich wurde doch bestohlen und
belogen und beraubt. Das stimmt alles überhaupt nicht. Das sage ich euch. Da lag doch viel mehr. Jetzt bin ich irgendwo dumm runtergesprungen und jetzt... So. Den mal kurz clearen, damit er mir nicht auf den Keks geht. Also. Irgendwie musste ich einen der Treppen drehen. Da ist das Problem, wenn man jetzt länger Pause gemacht hat. Wir finden das alles schon raus. Und auf der linken Seite, bin ich der Meinung, war die richtige Treppe. Das Problem ist jetzt, dass ich diese Treppe gedreht habe da. Und ich da jetzt nicht mehr rüberkomme. Ich glaube, ich muss da drüben hin. Entweder auf die Ebene da drüber oder auf die Ebene. Bei dem Durchgang bin ich da hergekommen gerade. Ne, hier bin ich hergekommen. Ursprünglich. Mit. Wie drehe ich denn das wieder um? Das ist die Frage eigentlich eher. Da bin ich jetzt her, um zu meinem Blutfleck zu kommen, der jetzt sich im Nachhinein als gar nicht so wertvoll herausgestellt hat. Bin ich das Umweg gegangen? Da kann ich hoch. Da lande ich dann auf der Ebene. Au! Ja, Peter Adlerauge. Hast du gut gemacht. Durchgang. Auf der Ebene ist gar kein Durchgang. Ich habe geguckt, wenn ich die Treppe drehe, um auf die Ebene zu kommen, halt, hilft mir das gar nichts, weil da gar kein Durchgang ist. Da hinten an der Mauer. Das heißt, wenn ich jetzt die Treppe drehe, habe ich nichts davon. Außer ich komme halt eine Ebene höher auf die hier. Das könnte mir eventuell was bringen. Gehen bringt mir nichts, weil da hinten ist kein Durchgang. Diese ganze Ebene ist für die Katz. Hier waren wir schon, wie man an den Leichen sieht. Jetzt muss ich jetzt hier wieder auf die Treppe springen und gucken, wie ich da weiterkomme. Wenn ich da oben weiterkomme, müsste das auch gehen. Oder auch nicht. Ja. Bin ich gerade draufgesprungen, es hilft mir so auch nichts. Da sind wir hergekommen. Was denn, wenn ich in die Richtung gehe, durch das Tor da hinten? Ah, das könnte doch richtig sein hier. Maschine. Boah, es ist finster hier. Blutheiter Nightshank.
Abkürzung frei damit. In der Tat. Ah, da hinten ist doch das Bonfire, oder? Ja. Okay, hier sind wir. Ja, cool. Dann nutze ich das auch mal eben. Dann habe ich wieder volle Estus-Flasks. Das kann ja nicht schaden. Nee, habe ich ja gar nicht. Ach, da es nicht gepowert ist. Ich habe zwei Humanity. Wo kommen die eigentlich her? Ist jetzt gar nicht gelohnt. Ich weiß nicht, wie wichtig das Bonfire hier ist. Das ist so eine Sache, wenn man nicht weiß, ob man Bonfire levelt, weil lohnt es sich? I don't know. Manche Bonfires, ich habe das eine da vorne gelevelt, was ich jetzt überhaupt nicht mehr besuche. Totaler Scheiß. Wahrscheinlich das Bonfire, was man nicht levelt, das ist nur das, was man dann braucht. Brauche ich ein bisschen mehr Humanity. Ich ist echt Archive Tower Giant Cell. Archive Tower. Six-Eyed Helm of the Channelers. Ach, das sind die, die man da oben trifft immer. Uns mal kurz angucken. Kurz, sagte er. Ja, Six-Eyed Helm of the Channeler. Helm of the Channeler, sorcerer that serves Thief the Scaleless. The six eyes arranged in two vertical columns compensate for Thief's lack of sight. The heaviest of protective gear for sorcerers and imbued with magic. Die Zauberer anscheinend eine tolle Rüstung. Aha, eine Mimik hat sich hier versteckt. Zwischen all den anderen Truhen. Sehr witzig, Madame. Du Schwein. Symbol of Avarice. Ah, das ist cool. Das ist doch der Helm. Oder? Enchanted Falchion. Das ist doch der Helm. Habe ich Dark Souls 3 natürlich auch gehabt. Jojo, es ist traurig, dass ich es gemerkt habe. Ihr seid solche Schweine. Sadistische Schweine seid ihr. Crystal Amber. Obwohl, wenn man das nutzen, eher nicht. Aber ja, trotzdem, André, der freut sich immer. Der freut sich. Moin. Prismstone, 20 Stück. Gleich die Befürchtung, dass ein Gebiet kommt, in dem man die gebrauchen kann. Und wenn man die gebrauchen kann, ist es immer nervig. So, ich darf hier getrampelt. Das sind hier Riesen. Ach, die Dudes, die gehen ja. Ja, wirklich.
Das war knapp. Da sieht die Grafik-Engine mal richtig gammelig aus, kann ich anders sagen. So während es mit dem Burgen und dann mit den Texturen, den Steintexturen und so, es geht alles und die Innenräume. Und es gibt auch echt Gebiete, die ganz cool aussehen. Ja, aber das sieht aus wie Anfang der Ende der 90er 3D-Grafik. Diese grün-braune Bodentextur. Das sieht aus echt wie so ein Spiel Ende der 90er. Das sieht so schlecht aus. Das ist der Wahnsinn. Wie so die frühen 3D-Spiele. Die Auflösung ist halt besser. Das sieht so scheiße aus, Alter. Ja, gerade so die Burgen. Ups. Ich dachte, jetzt macht er seinen Kristallmüll. Und ein paar andere Sachen kriegt Dota dann. Dota. Dark Souls erstaunlich gut hin, aber. Ey, sieht das scheiße aus. Ich finde immer voll viel Sachen. Das sind nicht so Gebiete, wo man so viel Sachen einsteckt. Das wirkt auch so super lieblos. So ein 3D-Editor. Das ist einfach eine große Fläche. Eine Textur. Wir machen eine Textur, ja. Die klatschen wir da einfach mit Copy and Paste in das ganze Gebiet. Und wir stellen 17 Bäume rein. Das reicht. Das muss reichen. So viele will ich nicht auf einmal pullen von denen. Will ich überhaupt pullen? Warum eigentlich? Fuck you. Ah, für Baum meint, die Liebe zum Detail wurde in die Waifus investiert. Vielleicht dann doch die richtige Entscheidung. Ich meine, da gibt es ja hoffentlich auch keine Büsche. Von daher dann alles richtig gemacht. Crystalline Helm. Das sind wahrscheinlich Sachen, die nicht lange halten. Die ganzen Kristallsachen. Okay, hier kommen aber noch mehr Kristalle. Mal gucken, wie ist der in den Tod gestürzt? Schon einfach. Oh, da kommen ein paar Dudes. Vielleicht mal zwei gepult. Welche Attack-Animation die gerade machen. Au. Oh, ich kann auf den Blutfleck gucken, wie der gestorben ist. Soll man hinter den Baum gehen? Wenn man nicht aufpasst, von beiden Blut getroffen wird. Moin. Blut hat eine Chance. Wenn man die braucht, sollte man wohl hier farmen. Hier sind sogar die Bäume kristallisiert. Was ist das Kristall eigentlich? Ist das Magie? Ist das Magieschaden? Mitten im Kampf Equipment wechseln, das hat nicht so die Idee. Aber... Was steht hier?
hier eigentlich? Liar ahead. Kann man auf den Vorsprung da vielleicht hüpfen? Good luck. Praise the sun. Wo ich eigentlich kann. Well, that's... What is it? Warum habe ich denn kein Praise the Sun? Was ist denn das hier? Es muss auch einen Grund geben, dass man hier drauf hüpfen kann. Liar ahead. So ein Grund, dass ich so blöd drauf hüpfen kann. Oder auch nicht. Lame. Ja, also wie gesagt, Kristall, diese ganzen Kristalle. Das Magie oder physischer Schaden? Was gibt es noch für Schadensarten? Magic, Feuer, Lightning. Das Magic ist. Physical Defense 336, Magic Defense 197. Sheet of Astorias hat das 50 Magic, 80 Fire, 40 Lightning. Magic habe ich schon bessere Schilde, falls ich das bräuchte. Das hier, das Crest Sheet, hat 80% Magic. Ja, guck, also kann ich das Quest Sheet nehmen, wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwie nervt. Manchmal sind es so geile Bloodstains. Der ist da runtergelaufen. Auf die Brücke und dann nach links gerollt und einfach gestorben. The fuck, dude? Oh oh. Was macht der denn da unten? Es sind noch mehrere, okay. Okay. Eine zweite Waffe habe ich nicht. Rüsten wir doch mal eine zweite Waffe aus. Einen Bogen zum Beispiel, das könnte man hier durchaus gebrauchen. Was haben wir denn für Bögen? Composite Bow 35.
Sieht komisch aus mit den Schneeflocken da. Das ist eine gute Idee, den aufzuwecken. Ich weiß es nicht. Aha, ich habe Angst. Ist noch viel. Ich habe irgendwann gedacht, ich mache ganz okay einen Schaden. Jetzt finde ich, ich mache gar nicht so okay einen Schaden. Das dauert ja ewig. Bin ich immer nicht geweckt? Jetzt muss ich ihn auch finishen, wenn ich ihn einmal geweckt habe. Vielleicht gehen mir die Bögen aus. Brauche ich irgendwie. Was? Ich habe nur die Dragon Slayer Arrows. Ich habe keine normalen Pfeile mehr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Jetzt habe ich ihn ja noch geweckt. Ach du Kacke! Was machen wir denn jetzt? Ach nö! Ich komme doch gar nicht an ihn ran. Nein, 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 nein. Wo geht's hier überhaupt weiter? Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Stopp, stopp, stopp. Au! Ich hab irgendeinen komischen. Au! Hab ich da gerade umgeguckt. Selbst mit den paar Bolts für die Armbrust kill ich den nicht. Hab ich denn irgendeine andere Fernkampfwaffe? Irgendwas. Bevor ich investiere, treffe ich den jetzt gar nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Was machen wir denn jetzt? Hallo, ich guck doch nur. Ich bin gar nicht sicher, ob ich so weit weiter reinlaufen möchte. Au! Aber wenn ich da hinten irgendwo sterbe. Jetzt hört auf, auf mich zu schießen. Das sind anscheinend unsichtbare Wege. Man sieht das ein bisschen an. Daran, wo diese Schneeflocken aufkommen. Natürlich sieht man es auch noch daran, wo Leute Messages hingeschrieben haben. Da ist ein goldener Golem. Der hat er mich vergessen. Der guckt ja ganz woanders hin. Ich hab's mir anders überlegt. Ich glaube, wo ging's lang? Da ging's lang. Vielleicht fällt der in den Abgrund, weil er nicht die unsichtbare Brücke richtig sieht. Ist abgestürzt? Ich sehe ihn zumindest nicht mehr. Nice. Der lebt anscheinend noch. Ich habe zumindest keine Seelen bekommen, oder? Habe ich es verpennt? Ich sehe ihn nirgendwo. Okay. Ja, der guckt zumindest in die falsche Richtung. Das ist ganz gut.
Warum bin ich denn so weggedrängt? Was ist denn gerade? Das ist ein bisschen schade, dass diese. Dass die es ein bisschen vorwegnehmen, jetzt praktisch die Online-Elemente, die Bloodstains und die Nachrichten, wo man lang gehen kann. Sonst müsste man mehr auf die. Auf diese. Ich weiß gar nicht, was das sind, Schneeflocken achten. Weißt du was? Den lasse ich mal schlafen jetzt. Ach, da ist. Nee, ist das ein anderer? Da ist der runtergefallen. Also hier gibt es irgendeine Art von Weg darüber. Es gibt zwei Wege gerade. Die Frage ist, welchen ich gehen möchte. Hier gibt es einen. Irgendwo hin. Dann kann man da lang. Und hier gibt es einen. Vielleicht schwierig einzuschätzen, auf welcher Höhe das ist. Also. Da ist das. Dann kann ich da rüber latschen. Die Frage ist, warum will ich das denn? Müsste ich hier lang gehen? Ah! Boah, ich bin erschrocken. Ja, fang mich doch, Depp. Imminent Fall. Ja, einfach aufpassen. Man sieht hier die Schneeflocken. Okay, hier ist alles okay. Dafür sind jetzt die Prison Stones natürlich gar nicht so verkehrt. Vielleicht rüste ich die wirklich mal aus. Wie viel haben wir denn? Das macht. Kann ja sein, dass ich durchaus nochmal hierher komme. Also hier geht's weiter. Scheint ein Weg durchgehend zu sein, wenn man hier den. Die Frage ist, ob es irgendwann so eine Kurve macht. Jetzt schauen wir kurz, wie die Schneeflocken. Da ist eine gelandet. Hier. Sind irgendwo angekommen. Wow. Da sind die Muscheln. Au. Deinen Kollegen da. So endest du nämlich auch gleich. Schön in meiner Suppe, Bro. Das Totenschädel da drin? Anscheinend. Was ist eigentlich mit. Gucken, was der so gemacht hat. Er ist hier lang gegangen. Hä? Und dann explodiert. Also es gab ja noch einen alternativen Weg da draußen. Was geht's noch weiter nach unten? Of a Hero. Also man kann ja auch schon noch weiter nach unten gehen. Hm.
Nja. Habe ich eigentlich irgendwas, um Waffen zu buffen? Habe ich... Ja, nix. Nix habe ich. Warum eigentlich nicht? Was ist da hinten los? Da leuchtet es. Mal nicht zu viel von den Muscheln auf einmal pullen. So schwer sind die nicht, weil wer weiß, wenn ich dann 3 Stück am Sack habe oder so, wäre es durchaus nervig. Jetzt habe ich 2. Die rechts nicht irgendwie schon bemerkt, aus irgendwelchen Gründen. Das ist ein billiger Angriff. Fuck, irgendwie hänge ich irgendwo fest. Ich hänge irgendwo fest. Warum? Au, 3 Stück. Nein, ich sehe nichts. Ich habe jetzt meine Tiere verloren. Geht mal weg. Wo bin ich denn hier? Ach, da bin ich. Warte mal kurz, Kinders. Ja, ich war jetzt ein bisschen gestresst gerade. Also schwer sind die eigentlich nicht. Ich muss hier nicht gleich die Hosen voll machen, aber irgendwie waren die nervig und ich habe irgendwie hier ein bisschen verloren. Ja, nice, hier kommen sie nicht durch. Ist ja blöd, ne? Wenn man zu dick ist. Next, please. Das einzige Unangenehme ist, dass man nicht gut sieht. Ungeduldig und hab einen auf die Nase bekommen. Ist einer jetzt noch dahinter? Da ist er. Okay, den hat es völlig verglitscht. Und tschüss. Für Phantome rum. Oh oh. Oh oh. Der so drauf hat, der Bro. Ich sehe nur seinen Unterkörper. So groß. Den Kristallstrahler ausweichen, idealerweise. Okay. Ich habe jetzt gerade gar keinen Schaden an ihm gemacht, oder? Okay, der heilt sich irgendwie immer wieder. Das ist ein bisschen scheiße. Dann muss ich ihn da auch treffen.
heile mich mal kurz. Nicht volle HP abschaffen. Oh, oh, was macht er jetzt? Oh, oh. Nein, 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 nein. Das will ich doch alles gleich. Oh, verliebt. Der Kurs und Horn jetzt mal auf den Bauch. Okay, das heilt ja auch alles weg. Kann ich vielleicht wieder gehen? Was? Nein, 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 nein. Rosta! Das klingt also alles gar nichts. Kann ich vielleicht mit dem Licht da hinten was machen? Au! Heilt er jetzt vielleicht nicht mehr? Ah! Oh, 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 au, 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 stopp! Sieben Flasks. Nee. Ich sage nee. Wo ist meine scheiß Humanity? Habe ich überhaupt noch Humanity? Habe ich gerade übersehen? Ach, da. Ich hätte vorhin doch mal benutzt, wenigstens die zwei, die ich habe. Nein, ist immer schlauer. Wie viel brauche ich denn? Keine Ahnung. Ah, Humanity. Das habe ich gar nicht so wenig. Irgendwo muss man die auch farmen können. Okay. Dude. Zu viel genommen. Kindel. Was ist mit dem Sound passiert? Das ist mir noch nie aufgefallen. Oh nein, weil ich online spiele. Dark Spirit Beef Boy. Who the fuck ist denn Beef Boy? Kann Beef Boy mal die Fresse halten? Ich habe keinen Bock jetzt auf Beef Boy. Und wo ist Beef Boy? Kommt da Beef Boy? Da ist Beef Boy. Hi Beef Boy. Beefboy rennt weg. Kann ich jetzt mal bitte mein Spiel weiter spielen? Bevor Beefboy. Was ist denn Beefboy in meinem Spiel? Hi. Ich will überhaupt kein Beef. Ich will kein Beef mit Beef Boy.
Das ist so ein PvP-Master, auf den ich gar keine Lust habe. Mann, Beefboy, habe ich vielleicht gerade hier einen Boss am Sack? Es ist, glaube ich, unehrenhaft, Estus-Flakons zu benutzen in dem Spiel. Weiß ich gar nicht, ist das so? Ich habe aber nicht, bin ja nicht angerufen. Oh. Super Erlebnis mit dem Beef Boy. Ich weiß nicht genau, wie er mich da gebacksteppt hat, als er irgendwie eigentlich rechts vor mir stand. Legstabbing hat das der Dojo genannt, ja. Naja, ich, Beef Boy kann man sein Beef Boy Shit machen. Ich guck mir lieber stattdessen den Thief nochmal an. Meine 40.000 Seelen sind weg, ja, ich weiß. Das habe ich mitbekommen. Aber ich möchte einfach den Thief machen. Meine, das wird sich jetzt sehen. Mein Gott. Es war halt einmal das Rumgeeier hier durch das Archive. Bisschen nervig, aber mein Gott. What's salt? Wir gucken uns jetzt hier als nächstes den Thief an. Das kann ja spannend werden.